Jahreszeit nisten. Ah, Frau Kollegin. Ja, ja, ich weiß. Dann bist du. Ja, auf den Ohr bist du ganz taub, ja. So, meine Lieben, einen wunderschönen und auch einen guten Abend und willkommen zum nächsten Teil der Super Sondersaga von Dragon Age Inquisition hier bei Locus Live. Oh, also ich bin schon mal der Loris. Und ich bin die Cassie. Und zusammen ergibt das Locus. Exactly. Ja, und Schnabberschnäuzchen ist auch wieder da. Nee, du sollst auf die Seite gehen. Dahin, Murphy. Hier hin. Murphy, hier. Nicht zwischen den Stühlen. Sonst gibt's gleich Autschi. Und abschlabbern sollst du mich auch nicht. Du kannst heute einfach nicht hören. Du kannst heute nicht hören. Wo hast du deine Ohren? Wo hast du deine Ohren gelassen? Hä? Naf. Hast du deine Ohren verloren? Ich muss ja nochmal neu connection. Weil? Hm? Ja, weil verbindet. Punkt. Hm? Was? Hier. Ich ignoriere den ein bisschen. Da. Da rein. Wenn du da reingehst, kann ich mit dir schmusen. Der Dog. So, jetzt. Ich streame. Streamanovic. Stop streaming. Started streaming. Venatori klatschen oder hier erstmal hier unten rein? Geh mal erstmal da rein. Ja. Hey ho, let's go. Was jetzt? Jetzt hab ich deine Pfötchen. Und dann das ist Öhrchen. Hast du schon wieder im Wassernapf gespielt? Ja, wie immer. Devil Dog. Devil Dog. Schlabber Dog. Schlabber Dog. Nun das auch. Ja. Ja, wir sind heute mal wieder hier, um euch zu bespaßen. Ja, wir sollen bespaßen? Du auch? Ja, du auch? Soll ich morgen Abend auflegen? Oder nicht? Hast du recht? Genau, leg deine Pfötchen mal dahin. Ja, gut. Ja, so geht das. Du musst nicht auf mich hochspringen. Wir können nicht zusammen hier auf den Hocker. Immer noch nicht. Das ging gestern schon nicht und geht heute auch nicht. It's a drum and the bus. It's a drum and the bus. Oh oh. Dicker, das geht nicht. Das haben wir gestern schon ausprobiert. Du kannst mit deinem dicken Po hier nicht drauf. Guck, siehst du? Zur allgemeinen Information, wir haben noch den Hund der Nachbarin hier. Falls ihr Geräusche hört oder Kommentare, die scheinbar keinen Sinn ergeben, dann ist das sowas. Hm? Kannst du nee, laut geben tust du nicht, ne? Auf Kommando. Dass du mal Hallo sagen kannst. Der doch nicht. Nee. Das ist eine faule Socke. Eine faule Socke ist das. Schlabbermäulchen. Aber. Elfenwurzel. Weißt du, was das Schöne ist? Ich brauche nicht mehr duschen. Das wird jetzt schon übernommen. Doch, das solltest du. Ja, morgen nach dem Fitnessstudio. Aber ich besonders salzig für dich. Und dann gehe ich duschen. Dann schmecke ich nach Kokosnuss. Und dann schlabberst du mich erst recht ab, ne? Komm, Murphy ist gut jetzt. Komm. Geh mal in dein Bettchen runter. So, geh mal dahin. Zieh ich dich ran. So, guck mal. Da funktioniert Kraul immer noch. Ja. Ja, das Kraulen geht immer noch. Ja. Faszinierend, oder? Nein. Das ist wirklich faszinierend. Das ist wirklich verblüffend. Morgen bei deinem Frauchen machen. Kommt mal. Dann kannst du die ganz doll abschlabbern. Von oben bis unten, von links nach rechts. Ja. Aber nicht mich. Jetzt komm mal zur Ruhe. Die Winterschriften über Drachenköder.
Guten Tag, guten Tag. Ich weiß ja nicht, ob sie schon wussten, aber sie sind tot. Klatsch, bang, bamerang. Jetzt noch hier mit dem geilen Feuerriss in die Tiefe. Hm? Er hat sich geschüttelt mit seinen nassen Öhrchens. Schibbi. Schibbi? Ja. Ey, warum haben wir denn hier so ein kleines NRW hoch 2? Weil wir so gut sind, dass NRW hoch 2 ist. NRW hoch 2. Guck mal, hier ist so ein Dingsterbumster, das kannst du. Barriere. Okay, die wohl nicht. Doch, die auch. Solace! Pindel hier mal ein bisschen Magie rein, bitte. Komm, Nati, ich tut jetzt ab. Schluss jetzt. Mach heier. Wenn die Venatori hier etwas gesucht haben, könnte es sich lohnen, es zu finden. Oh ja. Das ist auch unser Ziel. Aufpassen! Wo ist denn dahin? Die stillen Ruinen, Diggi. Nein, jetzt sind die stillen Ruinen. War jetzt wieder so eine Schriftrolle. Sendet Hilfe. Für euch kommt alle Hilfe zu spät. Oh, halt. Ist denn der Fampi schon da? Bestimmt. Huhu. Wir haben einen Däle-Spielzeugsoldaten. Cool. Lass uns doch mal hier auf Items starren. Mhm. Für mich ist natürlich nichts dabei, so viel steht fest. Varric. Wo weißt du das? So wegen. Weil, Waffen sowieso nicht, die. Bei nicht ihm. Für ihn. Rüssi, er hat an die hochmeisterhafte Speerrüstung mit 132. Ja. Mhm. Das ist so. Habe ich deine bessere Rüstung? Ja. Ja. Die hat er jetzt wohl. Mhm. Solace. Du hast hier so eine Kampfmagier-Rüstung der Wächter mit 111. Dabei bleibt's auch. Ja. Kunari-Spaß. Das Elfenschlangenvital. Das ist doch schon mal was. Was haben wir hier noch? Ne. Alles irgendwie nur kleiner. Und Menschen. Für Menschen. Muss denn jetzt mal mit Entspannung, hä? Gestern hast du fast den ganzen Tag nur geschillt, dass wir gedacht haben, wir kriegen dich abends nicht mehr ins Bett. Und heute bist du so aufgekratzt. Hm? Gestern zu viel geschillt, oder was? Zu hart geschillt. Ja. Was ist denn hier los? Ja, guck mal. Nix. Keine Ahnung. So viel Geld, ich habe quadratische Augen. Das ist auf jeden Fall noch ein Zettel. Das ist versiegelt worden. Wollt ihr mich verarschen? Seid ihr sicher, dass sich diese Dämonen nicht bewegen? Alles ist erstarrt. Ich glaube nicht, dass das die Venatori waren. Die Zeit derart zu verlangsamen erfordert enorme Macht. Vielleicht waren sie deshalb hier. Zeitverändernde Magie. Hoffentlich wird das hier nicht genauso aufreibend wie Redcliff. Jetzt gehen die Ohren wieder baden. Die Magie hier stört den Anker. Wo sollst du hin?
Narren. Da ist Kuscheln. Nur Wozis, die da drinnen sind, werden geknuddelt. Nein, da rein. Ins Körbchen. In den Körbchen. Ihh, schlepperst du jetzt echt meine Socke ab? Bäh. Ich hör schon den ganzen Tag ran. Da rein. Adi hopp. Ins Bett. In den Texten ist von einer Kammer die Rede. Da rein. Das muss sie sein. Spreche ich Russisch oder was? Hier. Komm. Ja. Das... Komm. Nee, da. 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 Los, Feind. Er hat ein ausgeprägtes Muster. Vielleicht ein Schlüsselstein. Sucht weiter, vielleicht finden wir noch mehr. Hier sind bestimmt noch mehr, Dude. Mhm. Also direkt hier meine ich. Ja, ja. Zum. Ja, genau. Nein, Maus. Kein Schlabber ab. Nope. Nee. Das sind ja die Bäumchen im Weg. Würde ich behaupten. Und den Speer eigentlich auch nicht, ne? Aber das müsste ja dann hier oben eigentlich sein. Genau, da fehlt noch was. Ja. Noch mehr Schlüsselsteine. Mhm. Geradeaus? Genau. Hey, Hänfling. Denkt ihr, könntet mir vielleicht mal aus dem Weg gehen, wenn ich versuche, einen Schuss abzugeben? Ihr solltet euch vielleicht vor mich stellen. Alles unterhalb meiner Knie stört mich nicht, wenn ich mir diese ganzen miesen Typen vornehme. Da ist auf jeden Fall noch einer. Gehört. In die Richtung. Da drinnen, ne? Ja. Ja, genau vor dir. Ach, war das nicht diesen Donnerstag, wo Fompi nicht da sein wollte? Gestattet ihr, dass ich einen Blick darauf werfe? Ja, bitte. Dann ist hier mit Sicherheit eine Rune in der Nähe.
Aber dann vielleicht nicht in diesem Raum, sondern draußen. Ich wollte dich nur veräppeln. Eigentlich so weit habe ich jetzt auch nicht gedacht, aber... Nee. Das wird noch irgendeinen Sinn ergeben. Ein Stab? War es das, was Sie gesucht haben? Seid vorsichtig. Er könnte noch immer an die Magie gebunden sein, die hier gewirkt wurde. Und deswegen nimmst du ihn ja auch. Und dahinter ist, glaube ich, die Rune. Vorsichtig! Super. Ich glaube, die Zeit fließt wieder. Genau das wollte ich jetzt nicht hören. Wer will das schon hören? Der Stab heißt Sturm. Ist wahrscheinlich auch ein solcher. 97 Eis. Ne, ist perfekt. Ja. Bau. Bau. Habe ich jetzt auch nicht mitgerechnet, dass es ein Eissturm ist. Ja, ich streichle noch. Keine Sorge. Ja, ist gut. Gott, sind die hässlich. Waren sie schon immer. Ei. Das macht die Sache aber nicht besser. Heil dich! Ja, so langsam bräuchte er eher neue Ausrüstung, aber wir finden ja nichts für Konari. Ich muss mal gucken, ob ich was bauen kann. Hm. Wo sind denn alle hin? Hier müssen wir sein. Scheiße! Genau das. Bevor es noch schlimmer wird. Wieso das? Normalerweise freut er sich doch immer. Und jetzt schreit er Scheiße. Komischer Mann, ne? Ein weiteres elfisches Artefakt spüren. Schnuckel, schnuckel, schnuckel. Wo ist der Elfenzauber? Da hinten. Mhm. Reiß mal den Riss. Weißt du, was mich ein bisschen wundert? Kein Dämon. Kommt noch. Oh ne, der ist jetzt schon. Ja. Doch, jetzt kommt er. In der Theorie. Das war. Nein, nein. Aber du spuckst da, glaube ich, jetzt immer welche aus. Kein Dämon. Gut. Nope. Hab's dir ja gegönnt. Soll mir ja keiner sagen, dass ich es dir nicht gegönnt habe. Das war's. Beim nächsten Mal können die verdammten Dämonen von mir aus gefroren bleiben. Die Schutzzauber zeigen Wirkung. Puh. Haben wir das Buch jetzt hier gefunden? Ja. Ja, ja, ja. Ja. Alles am Mann. Beziehungsweise an der Frau dort. Kleiner Pirat, du. Ah, ja. Ja, das, die sind, glaube ich. Ja, keine Ahnung. Vielleicht finden wir sie jetzt in der Höhle. Obwohl, ich glaube eher nicht, oder? Keine Ahnung. Wir werden sehen. Oh, guck mal. Liegt hier einfach so rum.
Meiner! Die vergessene Mine. So, und wenn jetzt hier keine Venatori sind, weiß ich auch nicht. 7, guck mal. Suche die Mine. Well, hier ist die Mine. An die Wächter. Mhm. Die Bücher hier hatten wir doch alle, ne? Doch. Pläne geplatzt. Ja, na gut. Die armen Schweine hatten Glück. Sie sind nur gestorben. Solange sie nur gestorben sind. Quark. Viel ja. Nichts. Gewiss, Durans Theorie über das Verhalten hoher Drachen ist absurd, aber... ja? Wolltet ihr mich sprechen? Ja, hier. Also eins Buch. Ich habe in einem alten tevinteranischen Labor dieses Manuskript über Drachen gefunden. Hilft euch das weiter? Was für bemerkenswerte Schaubilder. Sind das... die Kammern eines Drachenherzens? Wenn ich das Manuskript doch nur lesen könnte. Kennt ihr zufällig einen Sprachgelehrten? Oder einen Experten für Tevinter? Ich nicht, aber die Inquisition vielleicht. Ich werde mit unseren Spezialisten reden. Wir müssen unsere Unterhaltung wohl vertagen. Fucking hell, mate. Alles ist gut. Okay, dann ist ja okay. Schibbi. No. Das Ding da. Wie sollen wir das denn erobern? Hat das überhaupt einen Eingang? Ich meine, irgendwo müssten die ja, müssen die irgendwie... ja. Hm.
Das auch mal platt gehauen, bevor ich es geplündert habe. Die Griffenflügelfeste. Was für ein klobiger Ort. Auf ins Getümmel! Hast du gehört, mit wie viel Elan der Sprecher das da reingesprochen hat? Ach, Kinder. Hallo, es macht kalt aus dem Aha. Sollen wir anklopfen? Natürlich. Türscharnier. Nein, traurige Splitter. Hallo. wo sind denn alle? Ach, da. Sie fliehen von mir. Ja, dann dient auf mir. Ja. Die sind irgendwie verstrahlt. Klar sind die verstrahlt. Jetzt wird hier neben mir geschnarcht. Wie lange halten die das noch durch? Ich bin bereit zu dienen. Dann diene. Das Leben ist nichts. Ihr wird herrschen. Das kam jetzt plötzlich. Ja. Eine Sekunde nicht hingeguckt. Richtung. Hinter dir. Achso, du lebst gerade wieder. Ja. Ich wollte nur sagen, dass die Feinde in der anderen Richtung stehen. Wo die Feinde stehen, weiß ich. Die haben hier so Minen. Weißt du, diese Dinger darf man nicht drauf treten. Die sind ziemlich tödlich. Uns die Vince nicht mehr mit runtergelassenen Hosen. Dog. Und wie schläft er jetzt? Superaktive kleine Munchichi. Das reicht, wenn das nämlich der ist. Ich glaube, da kriegst du nämlich einen Händler drin. Das Teil ist mal richtig geil. Hast du das gesehen? Resistenz gegen alles. Aha.
Kann ich hier meinen Pimmel gar nicht hinstellen? Doch, ans tiefer. Aber hast du hier schon geplündert? Da muss ich nach oben gehen. Wow. Wow? Ein fettes. Okay. Verkackt. Verkackt. Ist das überhaupt das ganze Ding? Ja. Weil ich mit dem... Mist, den habe ich vergessen. Dann wäre ja einer zu viel. Ja. Einer zu viel. Den hast du, ja. Check. Hat ihn schon. Alright. Okay, wo kann ich das jetzt erobern? Ich denke, hier runter, die Treppe runter und dann... Warte. Ach nee, hier. Da, guck mal. Ich hatte nicht gewusst, dass das ein Fladenmast ist. Ein Fladenmast ist das, Schatz. Genau. Hängt Flatsch. Guck doch mal da hin. Großer Fladen. Ein großer Fladen hängt da. Scheiße, Hammer, Alter. Ein großer Fladen hing hinab. wedelte, tropfte. Naja, wie auch immer. Meins. Mhm. My house. Inquisitor? Ihr kommt früh. Wir sind kaum eine Woche hier. Hä? Ich habe gerade eine Patrouille draußen. Einige der Männer haben in der Gegend dunkle Hut gesehen. Es gibt Berichte, dass sich in der Festung, die von den Wächtern aufgegeben wurde, Banditen eingenistet haben. Aha. Wir haben uns hier ganz gut verschanzt, aber die Wasserversorgung der Festung ist problematisch. Das sorgt für Verzögerungen. Ich werde umgehend Männer dafür abstellen. Inwiefern ist die Wasserversorgung problematisch? Der Brunnen der Festung ist verseucht, weil diese verdammten Venatori Leichen hineingeworfen haben. In der Nähe gibt es zwar eine Oase, aber dort haust ein Wahrgeist, der uns bis jetzt recht erfolgreich von der Oase fernhält. 4 Soldaten sind seinen Klauen und seinem Gift schon zum Opfer gefallen. Wir werden Verstärkung brauchen, um das Biest zu vertreiben. Das ist doch kein Problem. Was könnt ihr mir über die dunkle Brut in dieser Gegend erzählen? Die dunkle Brut scheint sich zu regen, seit wir die Festung in Besitz genommen haben. Ich habe die Truppen angewiesen, sie nur anzugreifen, wenn es absolut nötig ist. Wir brauchen keine Verderbnis in unseren Rängen. Wir müssen herausfinden, aus welchem Loch diese Monster gekrochen sind und es versiegeln. Wie ist die Lage in der Festung der Wächter? Dort wimmelt es von Banditen. Die sind schlimmer als Stachelrücken, wenn ihr mich fragt. Sie haben sich in der Festung eingenistet und überfallen seitdem immer wieder unsere Versorgungskarawanen. Verdammtes Pack. Eieieiei. Wir kennen uns noch nicht, oder? Wie ist euer Name, Soldat? Wo habt ihr gedient? Ich bitte um Verzeihung, Inquisitor. Hauptmann Ryland, zu euren Diensten. Ich war bei den Templern in Starkhaven stationiert, bis sie alle in die Hügel rannten und den Mond anheulten. Als mir dann Kommandant Cullen eine Stellung anbot, war ich froh, helfen zu können, diesen Wahnsinn zu beenden. Guter Mann. Also schön, Hauptmann. Wie ist die Lage an den Westgraten?
Verglichen mit der Situation im Winterpalast ist es hier vergleichsweise ruhig. Wir haben hier nur menschenfressende Riesenechsen, Verrückte, Monster und ein riesiges Loch voller dunkler Brut. Wenigstens bittet uns niemand, mit dem Feind zu tanzen. Weitermachen, Hauptmann. Jawohl, Inquisitor. Ich habe Jaren länger... Eines der elfischen Artefakte ist ganz in der Nähe. What? Ich dachte, hier wäre noch Max gewesen. Ah doch, da ist doch einer. Ich glaube, das kannst du alles. Ja, die brauchen wir ja auch nicht mehr. Eben. Den Tand? Hattest du den auch? Hab ich. Ja, ich muss irgendwie noch da oben. Ja, stopp, zurück. Hier hoch? Nee, da geht's ja nicht weiter hoch. Da waren wir vorhin drauf. Was denkst du passiert, wenn man rotes Lyrium kriegt? Weiß man vorher, dass... So Andraste will, werden wir es nie erfahren. Ach. Der Hund schnarcht immer noch. Was soll ich denn machen? Ihn wieder aufwecken? Nee. Er soll jetzt mal ein kleines Nickerchen halten, der alte Mann. Unten vor der Feste. Das habe ich auch gerade schon überlegt. Hm. Müssen wir aber gleich nochmal rumlaufen. Hm? Ja, gesehen habe ich aber nichts. Das ist halt das Dumme. Dann ist es hier drunter. Ja. Ach, guck mal. Aber was, guck da mal, kannst ja direkt auf ihn gehen. Weil der Mann ist gut. Mhm. Das sieht geil aus an ihm. Mhm. Mhm.
Ich habe 259 jetzt. Und 253. Eine neue Version davon wäre nicht schlecht. 200, was habe ich gesagt? 53, ne? Ja. Blutstein wäre besser gewesen. 200. Müssen wir sammeln gehen. Hab da nichts. 74, guck mal. Ja. Ja. Was ist so ein Schlangstein? 30. 306. Ja. Ja. Feuer und Kälte schon mal. Und Elektrizität. Varric auch tragen. Sehr gut. Sehr gut. Das war 253 und der Helm hat 30. Bis 298. Wie wär's mit so einer fetten Axt? War das größte, ne? Sturmherz, ja. Das grausame, blutige Beil. Okay. Ja, wieso nicht? Ich meine, das hört sich doch nicht an. Ja, ich bin noch da. Ich bin noch da. Alles gut.
du darfst das Ding auftragen. Eine neue Waffe? Hey. Hm? Können denn da eine neue Waffe angezeigt werden? Ach, das Ding, was wir da gerade fanden. Ja. 30 Helm plus 12 Konsti. Habe ich gerade gelesen, Kapuze der Beine, und habe gedacht so, hä? Wieso eine Kapuze für die Beine? Was hatten wir denn für einen Helm? Hat man nicht nur irgendwie Beschützerding? Beständiger Helm. Ach, 30, okay. 30, ja. Den Kopf hatten wir ja schon. Okay. Das macht aber nicht viel Sinn, jetzt dafür Ressourcen auszugeben. Mm. Wir müssen aufpassen. Ein in die Ecke gedrängtes Tier ist zu allem fähig. Das hier ist also, wie gesagt, direkt unter uns. Offensichtlich. Da frage ich mich noch, wie man da hinkommt. Ja, wir hatten ja jetzt gerade schon die Vermutung geäußert, dass es außerhalb ist. Also hier durch, vielleicht. Ist dir aufgefallen, wie viele Leute wir auf Patrouille verlieren? Auch nicht mehr als woanders. Aber der Inquisitor. Ach so, ist er da. Okay. Noch mehr Rätsel. Was ist hier wirklich geschehen? Nur näher ran kommen wir nicht. Das ist eine Höhle schon mal. Ah, ja, da. Das ergibt Sinn, ha? Huh?
Ja. Wo kamen die denn her? Wir könnten ihnen folgen und es rausfinden. Da. Alte Zisterne. Mhm. Das ist alles verdorben. Hier herrscht an allen Mangel, außer an Sand. Schon sind wir wieder drin. Ja, wir sollten ja in die Zisterne da. Eigentlich. Ich habe alles, was ihr für einen Lautlot. Ich fürchte, hier kommen wir nicht sehr weit. Ja, wir müssen einmal in die Main Base, in die Base zurück. Genau. Einmal zurück. Da ist der Switch. Switchy. Ich habe immer noch nicht da hinten das Ding gefixt. Geguckt, ob es das ist oder noch nicht mal. Ja. Welches Ding? Die Stromversorgung und Steuerung für die LED-Leiste da oben. Ach so, ja. Woher kommen die Dämonen? Das sind Nein, Murphy? Kommst du doch wieder ins Körbchen, ja? Dieser Venatori-Magier ist wirklich in der Festung Arant.
neue Erkenntnisse, warum Korypheus Leute entsendet, um ausgerechnet elfische Ruinen zu erkunden? Nein, ich vermute, er hält seine Gründe selbst vor seinem innersten Zirkel geheim. Oh, ich muss mal mein Näschen putzen. Inquisitor. Da bin ich wieder. So, weil du so schön liegen geblieben bist. Wir stehen euch zu dir. Gibt's noch ein Leckerchen? Nicht mehr? Heute nicht mehr? Nimmst du dann dahin? Dann mal wieder zurück zu den Westgraben. Ja, macht ja auch Sinn. Wenn wir da jetzt weitermachen können. Ja, den Drachentext habe ich auch übersetzen lassen. Cool. Was zum... Da musstest du, genau. Geil, das neue Ding. Oi, Sexiness. Euer Sexiness ist unterwegs. Ja, man hat nur jetzt alles durchgeguckt, oder? Für Solis haben wir nichts. Ach so. Was hat der denn? Kann nur leichte Rüstung, ne? Und nur für Magier. Ich gerade 244 um oder habe ich mich verguckt? Ja, aber den haben wir nicht. Die haben wir nie. Dann im Dunkel, genau. Plus 12 Magie ist doch gut. Plus 21 ist besser. Oh. Plus 12 und Willenskraft. Plus 18. Ihr macht 12 plus Willenskraft, ne?
Das wäre ich ja noch für den Heilungsbonus, wenn wir den hatten. Verteidigung gegen Magie. Besser ist das. Meisterstück. So ein ganz altes Ding, siehst du? Varric hat gekriegt, ne? Rüstung, ja. Deine alte, glaube ich. Mhm. Oder war es der eiserne Bulle, der deine alte gekriegt hat? Nein, er hat eine neue bekommen. Stimmt, der kann ja eh nicht deine tragen. Eben. Eben drumrum. Drumherum. Drumrum. Ich glaube, ich spüre eines der Artefakte meines Volkes. Ja, wo ist das denn? Das hast du vorhin schon gesagt. Zurück, nach oben, oder? Also nicht da, sondern da, wo du gerade warst. Also unten wieder auf den Markt? Warte doch mal. Er hat doch... Hier oben sagt er das doch immer. Schon. Hier steht ja das. Definitiv nichts. Ja, aber ich dachte halt da hinten die Leiter hoch, aber dahinter könnte natürlich auch sein. So weit weg sind sie nie. Nee, nee. Deswegen dachte ich ja hier links die Leiter hoch. Hier? Ist auch zu weit eigentlich. Dann guckst du halt von oben nach unten. Du guckst halt. Vielleicht kannst du das besser sehen dann. Weil gebimmelt hat nichts. Außer die Leitern. Hauptsache, ich brauche nicht wieder was für Record Whittle. Doch, 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 doch. Hier ist so ein Ding nicht. Eins runter? Völlig sind die doch gar nicht. Auch in der Höhle unten drunter. Kann sein, dass wir das echt übersehen haben. Weg von den Vorräten. Gestern hattet ihr Äpfel. Du glaubst nicht, dass es hier schmeckt, oder? Wir sind wieder nur am Saufen da in der Feste. Ja, ich will auch. Morgen, Schatz, morgen. Ja, nicht angreifen, wir sind so süß. Yeah.
Ne, ich bin überfragt. Naja, auch nicht schlimm. So, Moment. Suchst du das jetzt? Mhm. Dann bleib ich mal eben hier stehen. Ich kann mir ja mal neues Liquid reinkippen. Alle. Alle. Ja, wenn du durch das Main-Tor kommst, up the stairs and to the right. Mal eben wieder hoch. Mhm. Das Main-Tor ist wahrscheinlich das. Main-Gate. When you gail, then you need to gail. Das hat alles die letzte Karawane gebracht. Das ist alles Müll. Habt ihr keine vernünftigen Waren? Ah, Blaubeere. Das ist mein Geld. Würde ich jetzt auch behaupten. Na, die Treppen hoch. Hier? Die Leiter oder? Ich glaube, die mehr steht da nicht. Du glaubst nicht, dass es hier spukt, oder? Trotz all der Magier und so? Aber ich glaube, die Mann. Da, guck, Schatz, ich sehe es. Guck mal, siehst du da? Halt. Ja, ich sehe es. Ja. Ah. Ich habe hier etwas ganz Besonderes für euch, Inquisitor. Sehr gut versteckt. Das dürfte helfen, den Schleier zu stärken. Aber dann ist doch alles verschleiert. Habt ihr gesehen, wie sie mit der Tori gerannt sind? Alles gut. Alles wird gut. Stollen der dunklen Brot? Wo bist du? Das funktioniert nicht, Boss. Die dunkle Brut ist durchgekommen. Ich muss unsere Leute in der Himmelsfeste um Rat fragen. Nee. Nicht ganz oder was? Es gibt hier noch einen Einsatz. Ach so. Ich bin noch da. Machen wir erstmal die anderen beiden Einsätze. Ich bin noch da. Dieses Wasser schmeckt komisch. Außerdem haben wir hier noch mehr komisches Wasser. Reisen. Großes Mucho ist hier. Was weg muss. Ein großes, großes Mucho, Mucho, Mucho. Eichhörnchen. Ein Draganuch. Ein Hörnchen.
Eisentreppe. Vargas. Ein Riesenvargas war das. Ne? Ja, nee, das sind ja nicht da unten, genau. Er geht auf mich. Ach, toll, du hast einen Fennec getötet, Warwick. Super. Da unten ist das Ding. Ich weiß aber nicht, wer mit ihm da kämpft, ob das unser Mann ist oder nicht. Brenne! Also mehr Elfenwurzeln. Da kommen wir immer noch nicht rein, ne? Wobei, keine Ahnung, weiß ich nicht. Gehen wir erstmal rein. Geht nicht. Weil Feind in der Nähe. Da oben ist irgendwo noch so ein Hyänental. Ausgesprochen unwahrscheinlich, dass Sie zu dieser Jahreszeit nisten. Frau Kollegin, wie kann ich euch helfen? Meine Leute haben dieses tevinteranische Manuskript übersetzt. Studien über das Beuteschema von Drachen, ihre Wanderungen. Ha! Durans Theorie, Drachen würden kein Blau sehen, ist hiermit widerlegt. Nun, da diese schrecklichen Plünderer aus dem Weg sind, können wir endlich den hohen Drachen herauslocken. Die Ehre sollte euch gebühren, meine Liebe. Testen wir das mal. Gut, ich habe schon geeignete Stellen in der Wüste notiert, an denen ihr Köder ausbringen könnt. Deponiert diesen Köder und dann wartet. Das wird eine Sternstunde der Drakonologie. Ich werde den Köder für den hohen Drachen auslegen. Ich kann es kaum erwarten, euren Bericht zu hören. Ihr müsst genau dokumentieren, wie er sein Revier umkreist. Wir müssen unsere Unterhaltung wohl vertagen. Ja, fangen wir uns den Drachen. Ich glaube, Murphy ist ein bisschen warm geworden. Liegt auf dem kalten Boden. Oh. Ist von seinem Ding hier von alleine dahin gelatscht. Hat er gerade schon mal gemacht. Da war er ein paar Minuten dann da und dann kam er wieder. Jo. Und fröhliches Geschnatter. Aber die Fallen, die wir weggemacht hatten. Yep. Jetzt ist es ja für die Wissenschaft. Genau, für die Wissenschaft. Wir locken einen Drachen an. Absichtlich. Toll. Wäre ich doch bloß im Bett geblieben. Da ist er. Wo ist der schön? Heute ist ein guter Tag. Sogar ein sehr guter Tag. Ja.
Ich dokumentiere, wie er seine Beute umkreist. Das sieht nach Drachengebiet aus. Oh, das wird ein Spaß. Okay, Feuer bringt mal gar nichts, war ja mit zu rechnen. Wir brauchen den dritten Slot. Bleib stehen, du Drecksvieh! Ich glaube, es ist tot. Mhm.
das. Habt ihr das alle gesehen? Super hart. Hi. Was ist mit deinem Leckerchen, ha? Huh. Also du willst sie wirklich in deinem Körbchen verbuddeln. Na gut. Dann verbuddel dein Leckerchen im. Ich weiß ja Bescheid. Jo. Hier ist eine Höhle. War die da schon? Ich weiß nicht, ob wir da unten schon so wirklich da unten in der Gegend waren, aber es könnte aber auch die eine Höhle ohne Nutzen bis jetzt sein. Ja, genau. Nee, stimmt gar nicht. Das ist eine andere Höhle. Da unten war halt die eine sinnlose Höhle. Ich habe jetzt nur keine Ahnung, ob das die war oder. Wir sind hier definitiv zu viel links, rechts, geradeaus und noch dreimal um die Ecke gerannt. Wir hatten keinen Lasurit mehr. Ja, das ist ein geiles Zeug. Könnte die Höhle der Kirche gewesen sein. Sieht so aus, ja. Nur Pilze. Und noch mehr Pilze. Wir haben einen Drachen erledigt. Ja. Jetzt geht auch der in den Hinterlanden wahrscheinlich. Das weiß ich nicht. Inquisitor. Karl Heinz. Ja. Was war das? Oh, Frau Kollegin. Was kann ich für euch tun? Der hohe Drache hat mich angegriffen, als ich den Köder auslegen wollte. Ich fürchte, er ist tot. Er hat euch angegriffen? Das ist ja wunderbar. Dann habt ihr sein Verhalten aus nächster Nähe gesehen. Habt ihr euch irgendwelche Notizen gemacht? Vermutlich nicht. Aber egal. Ich würde mich später sehr gerne mit euch über die Sache unterhalten. Ich sollte mich eurer Inquisition anschließen.
Mein Wissen könnte euch von Nutzen sein. Und eure Späher könnten mir helfen, andere Drachen zu finden. Ja. Natürlich. Ich bin sicher, die Inquisition hätte Verwendung für einen Drakonologen. Superb. Ich bin mir sicher, meine Forschungen werden euch von großem Nutzen sein. Nun, dann schauen wir mal, wo uns das hinführt. Ja. Mit unbeugsamem Willen. Den nehme ich auch. Ja, hat man glaube ich auch nicht mehr so wirklich. Guck mal da. Guck ich hier. Opfer. Guck ich dort. Und wir müssen fort. Das war's. Naja, wirklich halten tun die auch nicht mehr. Mm-mm. Mini-Drachiges. Jetzt immer ihre Gizmos liegen. Mhm. Du musst rechts. Ich würde nämlich behaupten, dass da die Hauptbrücke ist. Nom, nom, nom. Das war's. Okay. Muss man ihm Bescheid sagen? Nö, eigentlich nicht, ne? Gucken wir mal, ob wir hier hinkommen jetzt. Gibt's immer noch keinen Durchgang. Hm.
Das ist ja doof, wenn du mich fragst. Nun. Geh mal woanders hin zum Spielen. Irgendjemand will ja wohl mit uns spielen, oder? Bestimmt. Muss ich erstmal mit Blackwall sprechen. Klingt nach einem guten Plan. Ja, ich habe da wieder Zeug für ihn gefunden. Ja, ja. Schwein. Sir Morris. Oh, verdammt, ihr seid das. Ja, was? Morris, Sir Morris, denke ich. Ich bin Quartiermeister der Himmelsfeste und ihre Besucher. Unsere Lager füllen sich und solange wir genügend Geld für Vorräte haben, wird es euch und den euren an nichts fehlen. Okay. Was qualifiziert euch für diesen Posten? Er ist schließlich sehr wichtig. Meine Familie hat Verbindungen zu verschiedenen unabhängigen Milizen. Meine Vettern dienen als Offiziere in Ferelden und Orlais. Und eure Qualifikation? Meine Familie hat Abkommen mit 3 neureichen Häusern in Tevinter und einen seltenen Vertrag mit Orsamar, mit einem Paragon gleichen Namens. Und eure Qualifikation? Um ehrlich zu sein, euer Gnaden, habe ich mich das auch gefragt. Ich bin der Mittelpunkt dutzender von Fäden, die von anderen gesponnen wurden, um ein ausgedehntes Netz von Ressourcen zu flechten. Aber ich bin der Aufgabe gewachsen. Der Himmelsfeste wird es an nichts mangeln. Das schwöre ich euch. Wie läuft es? Haben wir alles, was wir brauchen? Jetzt, wo die Himmelsfeste wie ein Leuchtfeuer erstrahlt, sagt, was ihr braucht und ich besorge es euch. Ich werde diesen Faulpelzen Beine machen. Ich glaube, dieser Posten gefällt mir. Die letzte Quartiermeisterin hat Haven überlebt. Wo ist sie? Sie hatte eigene Ansichten und hat sie noch. Völlig legitime Ansichten, wenn man sie teilt, Inquisitor. Ich glaube, man war der Ansicht, euer Quartiermeister sollte etwas umgänglicher sein, nun da die Inquisition in Orlais ist. Sie dient euch noch immer, nur nicht mehr an vorderster Front. Gibt es mit Halam Shiral Probleme? Mit Halam Shiral gibt es immer Probleme. Wir haben einige Verträge verloren, sie aber mehr als aufgewogen. Die ein oder andere Empfehlung könnte allerdings einige durchtrennte Fäden wieder verknüpfen. Wie das gehen soll, weiß ich auch nicht. Das solltet ihr besser an eurem Kartentisch entscheiden. Und dem komme ich lieber nicht zu nahe. Weitermachen. Wir sind hier, wenn ihr etwas braucht, Inquisitor. Wo ist denn Blackball? Keine Ahnung, musst du auf der Minimap gucken. Der streunt ja auch ein bisschen immer durch die Gegend. Okay. Gut, machen wir das so. Er ist wieder in der Scheune. Ah, ach stimmt, genau, der ist immer in der Scheune. Stimmt, stimmt. Ein paar andere rannten rum. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, dass ich euch weggestoßen habe. Ich bin mir sicher, ihr hattet eure Gründe. Aber ich kann nicht verlangen, dass ihr blind auf meine Gründe vertraut. Ich schulde euch eine Erklärung für mein Verhalten. Aber nicht hier. Wenn es euch wichtig ist, ist es auch mir wichtig. Ich danke euch. Es heißt, ihr habt etwas gefunden, das mit den Wächtern zu tun hat. Ich hätte es gern gesehen. Ich wollte euch danken. Es gibt hunderte von Dingen, um die ihr euch kümmern müsst. Ihr hättet euch nicht die Zeit nehmen müssen, um mir zu helfen. Und doch habt ihr es getan. Wenn die Geschichte, der ihr nachjagt, den Wächtern hilft, dann war es das wert. Ihr habt euch als ehrenhafte Frau erwiesen. Als Frau mit Prinzipien.
Ich hege große Bewunderung für euch. Und ich war mir nie sicherer als jetzt, dass meine Entscheidung, mich euch anzuschließen, die richtige war. Schön, dass ihr das sagt. Ich möchte euch nicht enttäuschen. Ihr könntet mich niemals enttäuschen. Variks Freund Hawk meinte, es gäbe Hinweise, die grauen Wächter könnten korrumpiert sein. Wisst ihr irgendetwas darüber? Korrumpiert? Was genau meint ihr damit? Korypheus. Er besitzt die Fähigkeit, den Verstand von Wächtern zu beeinflussen. Das würde erklären, warum so viele von ihnen verschwunden sind. Fühlt ihr euch denn gut? Ihr hört keine Stimmen oder etwas in der Art? Als ich anfange, seltsame Dinge zu hören, seid ihr die Erste, die davon erfährt, versprochen. Nichts im Moment. Vielleicht später. So, wir sollten aber auf jeden Fall gleich noch mal raus mit ihm. Ja, ja. Wieder so halb elf, würde ich sagen. Ja. Außer er meldet sich vorher, aber Moment. Ist er ja schillängst. Ja. Oder auch nicht. Jetzt gehst du wieder in die Kühle. Herrlich, nicht wahr? Ja, zu wissen, oh, ist dass schön kühl, ne? Das Bettchen ist schön warm. Schwester Liliana lässt ausrichten, die es Gäste so sind unterwegs, wieder die letzten im Spiel Erbfragen zu sind geklärt mein letzter Besuch und Mausgrau in Halam-Schiral war bei Gräfin Lepiens Vermählung. Es gab ein Dutzend Skandale, 5 geheime Bündnisse und ein Duell zwischen 2 Chevaliers um einen erlesenen antivanischen Portwein. Die Entlarvung der Herzogin war allerdings das erste Mal, dass ich den Winterpalast wirklich schockiert gesehen habe. Zumindest kann niemand behaupten, der Abend wäre nicht denkwürdig gewesen. Ich bin mir sicher, in Val Royeaux werden schon Lieder darüber geschrieben. Das Spiel hat sich in den letzten Jahren immer stärker in geschlossenen Kreisen abgespielt. Und Korypheus hat sich das geschickt zunutze gemacht. Es ist beunruhigend, dass nur so wenige Angehörige des Orlesianischen Hofes von den Machenschaften der Herzogin wussten. Die Kaiserin war sich bewusst, dass sie in Gefahr schwebte. Sie ist immer in Gefahr. Diejenigen, die ihr loyal gegenüberstehen, hätten wachsamer sein müssen. Doch lasst uns nicht vergessen, was wir gewonnen haben. Eure Taten während des Balls haben uns sowohl Verbündete als auch Gefälligkeiten gesichert. Ausgezeichnet. Es war aufregend, Teil des Spiels zu sein. Wir haben Geschichte geschrieben. Ja, das haben wir. Die Erzählungen darüber verbreiten sich bereits in Val Royeaux. Ich wünschte mir allerdings, Varric würde bei seiner Schilderung des Abends ein wenig mehr Zurückhaltung an den Tag legen. Du weißt auch gerade nicht, was du möchtest, ne? Ist ja so ein doofes Zwischen. Ihr scheint euch im Winterpalast gut amüsiert zu haben, Liliana. Oder war das nur Teil des Spiels? Vielleicht war es ja beides. Dann wollen wir nochmal.
Komm schon. Wir verteidigen die Brücke gegen alles und jeden. Hier kommt keine dunkle Brut durch. Ah, jetzt können wir dahin. Okay, schauen wir mal, was passiert. Alte Gefängnisstraße. Das ist aber heftig. Arme Fennec wird die ganze Zeit hier hochgejagt. Mhm. Jetzt nicht mehr. Jetzt lassen wir dich in Ruhe. Chill. Chill mal, Bro. Ja. Der kontrolliert immer, ob wir da sind. Morgen Abend kommt sie das Frauchen zurück. Ja. Eine Rätselkugel.
Ein Skyfennec. Hm. Skyfennec. Fenrir war das. Wusa. Ärger mit der dunklen Brut. Okay. Und was haben wir da hinten? Scherben. Achso, die beiden neuen Scherben. Alles klar. Immer Ärger mit der dunklen Brut. Was? Corvactus. Gesundheit. Keine Ahnung. Spring mal da drauf, wenn du kannst. Das ist da, Ja, warte mal. Geh nochmal drauf. Geh mal gerade. Andere Richtung gucken. Ach nee, das ist auch nur. Nee, ist nur Seil. Ein bisschen hin und her springen funktioniert immer, ne? Ja. So, Ladies and Gentlemen, wir sind. Bleibt wachsam. Wow. Ah, wir fangen den Eingang. Alter, krass. Was haben wir denn hier? Mach. Endlich mal wieder tote Leichen. Mhm. Die Halle der Wache. Okay, andere Seite. Und denk dran, ein Ghoul ist immer cool. Ein Ghoul ist immer cool. Ich nehme an, da sind noch mehr? Die dunkle Brut wird diesen Ort überrennen. Gut, ich bin gerade richtig schön in Fahrt. Schleierfeuer brauchen wir. Irgendwo hier können wir sicherlich welches entzünden. Lazarus. Nimm mal eins mit. Jawohl. Überragende Rune des Geistes. Die geheime Sprache der Sklaven. Uiuiuiuiuiuiuiui. Also als Packesel benutzt. Könnt ihr euch vorstellen, wie es ist, ihn hier mit Wasser zu versorgen? Ah.
Wieder eins. Ja. Einsames kleines Ghoulchen. Ghoul Ex. Den Tunnel versiegeln, bevor hier noch mehr dunkle Brut auftaucht. Die dunkle Brut im Zaum halten. Sehr gut gemacht. Der Gang wurde von außen geöffnet. Hier hat irgendjemand gegraben. Vandalaria. Noch mehr davon. Das war eine schöne Anlage eigentlich. Ja. Schade, dass das ein Gefängnis war. Die haben sich da bestimmt nur einfach so schön gemacht. Sie haben hier gegraben. Vermutlich war die Freilegung von Stollen der dunklen Brut nicht Teil des Plans. Dunkle Brut und Venatori. Na bravo. Sie werden sich irgendwo versteckt haben, wenn die dunkle Brut sie nicht erwischt hat. Das wird ja immer besser. So viel dazu. Vince,
Dunkle Brut? Ein Riese? Das war ein ziemlich guter Tag. Die Männer hier waren Arbeiter. Irgendjemand muss sie beaufsichtigt haben. Ich bezweifle, dass sie noch hier sind, um die Dunkle Brut abzuwehren. Das war so ein schöner Tag. Schalalala. Haben sie alle platt gemacht. Schön. Schön, schön. Jupp, 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 jupp. Mein Inventar ist schon wieder voll. Nur noch. Deinem Stuhl. Oh. Ja, es kann zwar erstmal noch ein paar Zentimeter nach hinten, aber trotzdem. Also mit seinem Kopf ist er noch auf deiner Matte, aber der Rest der Körper ist auf dem Holzboden. Verruchter Hund. Achso, warte mal, hä? Ich glaube, Jazzy hat sich vergessen, ins Bett zu bringen. Oh. Ich hab gar nicht gemerkt, wie spät es schon ist. Jazzy wahrscheinlich auch nicht. Noch mehr trainierte Riesen. Und ich hatte gehofft, sowas sehe ich nie wieder. Thank you.
Wir sollten diesen Ort durchsuchen. Der bastelt mit seinem Minecraft-Freund gerade einen Knast. Warum sollte er das tun? Weil die da Spaß dran haben, keine Ahnung, Kämpfe. Die nehmen sich immer irgendwas vor, irgendwas zu basteln und dann machen sie das. Okay. Wenn die alles auf derselben Map bauen, dann haben sie bald eine ganz normale Stadt. So, was suchen wir? Irgendeinen Eingang. Zu dem da. Ich guck mal, ob ich da hochkomme, aber ich bezweifle es. Ehrlich gesagt. Der Weg führt woanders lang. Hier haben wir dann eine kleine Herausforderung. Ein Seemühlchen. Betunoffchen. Also da auf das Ding willst du. Nee, nicht runter. Höhle. War keine angezeigte Höhle. Geh nochmal ein Stück zurück. Unten. Da, weiter, weiter, weiter. Oh ne, das war irgendwas anderes. Okay. Hier hatten wir. Hä? Ah! Brüchleinchen. Mhm.
lernen es aber auch nicht, ne? Nee. Obwohl, der eine hat ein Buch. Aber da steht wohl nichts drin. Sollten wir vielleicht zurück? Na, den Rest machen wir dann hier morgen, ne? Nee. Nächste Woche. Ja. Wir haben ja jetzt einen Speicherpunkt hier. Na gut. Ja, aber willst du denn erstmal noch verkaufen gehen? Ja, ja. Ja, ne? Und dann gehen wir nochmal raus, mein Hübscher. Mhm. Weil so gehst du mir nicht ins Bett, dann wächst du mich ja mitten in der Nacht. Ja, muss ja mitten in der Nacht wieder. Ja, das wüsste ich aber. Schibbi. Ganz ruhig laut sein. Der soll eh jetzt noch mal Gassi gehen. Okay. Ja, das Wasser liegt da, glaube ich. Weiter. Ist das nicht unter Film? So? Ja. Nachti, Papa. Nachti, Jaycee. Nachti, Mama. Nachti, Mausi. Schlaf schön. Hab dich lieb. Denk dran, wir gehen gleich nochmal raus, ne? Das war's.
Sehen wir du. Jetzt ist, spielt er auch vielleicht wieder eine Rolle. Ich gehe nochmal eben kurz an den Kartentisch. Achso, genau. Kartentisch-Sachen starten. Jo, macht Sinn. Da die ja Real-Life-Zeit nehmen. Ja. Dieses Weine. Ja, sonst könntest du einfach immer hin und her reisen, ne? Ja, ich auch keinen Sinn. Ja, ja. Ich weiß. Irgendwelche Venatori-Aktivitäten? Wenn meine Spione etwas herausfinden, erfahrt ihr es als Erster. Müsst ihr, dann sind ja noch beschäftigt. Yep. Wer denn? Also dann, wir bedanken uns wie immer fürs Einschalten und hoffen, es hat euch gefallen. Wenn nicht, sagt uns warum. Genau. Sonst können wir nichts ändern. Und checkt auch mal unseren YouTube-Channel, da gibt es die Aufzeichnung immer in bester Qualität. Genau. Nach dem Spisi. Schlaf schön. Und so, Murphy. Bis morgen, wenn du Bock hast. Eventuell morgen auch mit Musik. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Okay. Big ups und raus. Tschüss. So, Murphy, wie gehen Gassi?